soll anfangen zu schneien. Hat, glaube ich, sogar schon ein bisschen. Deswegen machen wir jetzt noch ein ganz hurtiges Abschiedslied. In diesem Lied geht es um den Mond. Auch um einen Himmelskörper, also um den Mond, wie er da am Mitternachtshimmel steht. Midnight Moonlight. Und da könnt ihr gerne mitsingen, der Refrain ist ganz einfach. Ich erkläre es nicht, ihr hört das einfach und singt dann mit. Did you ever feel lonesome when you're down in San Antonio? Back to steal a borrowed two nickels or a dime to call me on the phone. I meet you at Animal Mission, where we can say our prayers. And the Holy Ghost and the Virgin Mother will heal us as we need them. Oh! In the moonlight, in the midnight, in the moonlight, midnight, moonlight. Everybody! In the moonlight, in the midnight, in the moonlight, midnight, euch jetzt noch ganz schnell die Bembel-Astronauten vorstellen. Die Besatzung des Raumschiffs Muschelknauz. Anne Mandoline, Walter Knapp. Am großen Kontrabass der Christian Jett. Die Spacey Punks, Tilo Spielger und Anna Götz. Die zwei fürchterlichen Schweißer, Werner Schneider und Reines Pauker. Und die knuffigen beiden Wesen, grün und rot, Kerstin Dreier und Arno Spilger. Ein Teil der Besatzung, Steffi Rettich, Ludger Krammes und Anja Spilger. Der Prinz und die Prinzessin aus dem All, Thomas Spilger und Thomas Tünger, Entschuldigung, und Gabi Walter. Zwei geschlechtlich nicht so einfach zuzuordnen. Anita Walter und Sabine Hillenbrand. Und der Mann mit der topmodernen Frisur ist Markus Kohl. Jo, jetzt haben wir fast alle, Aber ein ganz wichtiger Mann der Besatzung fehlt. Der Captain nämlich. Der Captain, der sich das Programm hier ausgedacht hat, der das Bühnenbild auch entwickelt hat, die Idee dazu hatte. Unser fantastischer Texter und Erzähler, der einzigartige Manfred Maser. Danke sehr. Vielen Dank. Aber wer hat wohl all die Lieder mit uns eingeübt? Wer hat die Arrangements geschrieben? Die bis zu sechsstimmigen Vokalarrangements, die Instrumentalarrangements. Wer hat alles mit uns über Monate in anstrengender Arbeit eingeübt? Er ist ein direkter Nachfahre von Jan Scheidt. Er ist, so muss ich jetzt wohl auch sagen, ein Vorfahre von Jan Scheidt. Er ist der Chef der Truppe, er ist unser Chorleiter, es ist Mats Scheidt. Did you ever feel sorrow for deeds you have done? With no hope for tomorrow in the setting of the sun. And an ocean is howling with the things that might have been. And the last good morning sunrise will be the brightest you'd ever see.